Willkommen zurück bei A New Beginning. Wir sind immer noch in diesem Labor oder was auch immer das ist, eingesperrt und sind da mit diesem verkeilten Algengenerator eingesperrt worden. Und aus irgendeinem Grund hat der Typ hinterher noch reingeschossen. Warum er das getan hat, habe ich allerdings echt nicht verstanden. Na gut, gucken wir uns mal um. Wir können scheinbar nicht runter. Ach ja, ich muss mich wieder daran erinnern, hier muss man ja mal anwählen. Der öffnet und schließt die Tür. Gut, das war relativ offensichtlich. Der Algencontainer blockiert die Tür. Gut, so weit, so gut. Runter kommen wir, wie gesagt, nicht. Der Teil hier unten ist Zierde. Was ist mit dem hier? Was ist damit? In den Tanks werden die Stammalgen gelagert. Mhm. Der Tank ist oben, aber ohne funktionierende Haube komme ich nicht an die Alge. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. Ah, jetzt verstehe ich. Das meinte er, als er letzte Folge gesagt hat, er hat die Haube abgeschossen. Das heißt, der hat hier den Algen, der hat hier diesen Kryotank oder den Algenbehälter oder wie auch immer beschädigt scheinbar. Und dadurch kann er jetzt halt keine weitere Probe davon nehmen. Jetzt verstehe ich. Dieser schmierige Anwalt hat die letzte Zapfhaube zerschossen. Sie lässt sich noch an die Tanks anschließen, aber die Pumpe ist kaputt. Der Tank ist oben, aber ohne Funktion. Jedenfalls nicht ohne zu improvisieren. In den Tanks werden... Okay. Okay. Sie sieht noch besorgter aus als sonst. Sie sind so still. Kein "Ich hab's Ihnen ja gesagt" oder "Das haben Sie jetzt verdient". Das ist es doch gerade. Du hast das alles nicht verdient. Wenn mein eigener Sohn sich gegen mich wendet, dann habe ich es verdient. Hol die Alge und bring uns hier raus. Alles andere können wir später besprechen. Okay. Die Haube pumpt die Alge durch den Schlauch in den Generator. Das heißt, wenn sie nicht kaputt wäre. Okay, was ist das hier? Hier saugt die Pumpe ein. Moment mal. Hier haben wir doch quasi noch mal so eine zweite Station, oder nicht? In den Tanks werden die... Genau, und auf dem Behälter ist halt keine Haube drauf. Moment, gucken wir mal, was wir hier so im Inventar haben. Wir haben die Haube, wir haben die Keycard, wir haben eine Eisenstange. Das ist die Füllstation für den tragbaren Generator. Das ist die Steuerung für die Pumpe. Die Pumpe hat noch keinen Zugang zum Kryotank. Okay, also ich denke, wir müssen... Ah, okay. Klar, um die Alge überhaupt noch abfüllen zu können, brauchen wir eine funktionierende Haube und einen Generator, in die wir sie abfüllen können. Moment mal. Diese Haube, kann ich die nochmal da draufsetzen? Ja, kann ich. Kann ich... Moment, der fährt ja nach oben aus, ne? Kann man da irgendwie die Eisenstange mit verkeilen? Besser nicht. Könnte passen. Okay, Tatsache, wir haben die Eisenstange durch das Loch gemacht und hier an der Haube eingefädelt. Wenn wir jetzt den Knopf drücken... Okay. Ha, hat die Maschine quasi das Loch aufgehebelt. Jetzt ist es groß genug, dass ich meine Hand durchstecken kann. Genau, vorher konnte man da ja noch nichts mitmachen. Erstmal weg mit der Stange. Jetzt müsste es gehen. Ah, okay, den Eigengenerator haben wir also jetzt weggedrückt. Jetzt müssen wir die Tür öffnen können.
Okay, hier sind überall immer noch diese Sprengköpfe. Hier liegt der Algengenerator. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. Jetzt müssten wir halt doch noch eine Probe nehmen und uns dann so schnell wie möglich hier vom Acker machen. Ah, okay, hier ist die Füllstation. Okay, also der Algengenerator ist anscheinend auch noch intakt. Bereit zum Tanken. Ja. So, in der Füllstation ist er auch. Dieser Schmier, sie lässt sich noch an die Tanks anschließen, aber die Pumpe ist... Ja, genau, er hat dieses Ding ja beschädigt. Mit dem Schuss. Aber wenn ich das hier draufsetze... Quasi, er hat diese Station zwar beschädigt, aber wir können das alles an der anderen Station umbauen, okay? Der Schlauch lässt sich nur anschließen, wenn der Tank eingefahren ist. Ja gut, dann fahren wir den Tank halt ein. Der Schlauch lässt sich so nicht anschließen. Den Schlauch so nicht verbinden. Okay, das klappt also noch nicht. Was fehlt denn noch? Ach, jetzt hier aus der Nähe sehe ich das übrigens auch. Hier hat er quasi durch diese Abzapfhaube durchgeschossen, deswegen ist die jetzt beschädigt. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Aber was kann man denn machen, damit man jetzt doch eine Verbindung herstellen kann? Ist vielleicht draußen noch irgendwas? Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Okay, also diesen Ort verlassen ist sowieso nicht drin. Okay. Wäre sie nicht beschädigt, könnte ich ohne weiter... Moment mal, kann man das Ding vielleicht reparieren? Im Ernst? Der Schuss ging einmal quer durch. Da ist nichts mehr zu machen. Die Stange passt genau durch die Haube. Aber momentan bringt mir das nichts. Lissa hat die Haube entwickelt, nachdem uns meine Modelle immer um die Ohren geflogen sind. Der Ablauf ist strikt geregelt. Erst kommt die Haube an den Kryotank, dann der Schlauch. Aber da die Haube völlig hinüber ist, wird auch das nicht mehr funktionieren. Gut, also die Haube ist hinüber. Das heißt ja aber, dass wir noch irgendwas brauchen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Wenn ich das Glas einfach zerschlage, riskiere ich, dass die Alge ausläuft. Und dann bekäme ich sie nie wieder zusammen. Wenn ich das Glas einfach und dann bekäme... Die Haube aber da drauf setzen. Irgendwas. Ich kann den Schlauch so nicht verbinden. Was genau muss ich denn ändern?
Ich übersehe doch irgendwas. Sorry. Rausgetappt. Mann. Ich hab heute aber auch einfach einen nervösen Finger. So. Ja, jetzt hat's wieder geklappt. Entschuldigung. Kleines technisches Malheur. Was kann man da jetzt machen? Fährt halt raus. Das hat halt eben bei der Scheibe hat das halt geholfen, ne? Weil man. So. Und jetzt? Ich wollte gerade meinen, was will ich denn jetzt hier? Hier hat das ja Sinn gemacht, um das Loch aufzuhebeln, aber. Ha. Nee. Ach so. Ah. Statt das Glas zu zerschlagen, wenn der Behälter ausgefahren ist und dann die Alge überall hinläuft, bleibt sie jetzt ja mehr oder weniger dort. Es ist ja nur der obere Teil dieser Kapsel aufgesprungen. Und jetzt kann man quasi den Schlauch nehmen, ihn einfach in die Flüssigkeit reinhalten. Den Schlauch so nicht verbinden. Geht doch nicht. Oder muss ich den Schlauch erst mit... Puppes. Ha, das führt doch zu nichts. Ha, Tinef. Also das ist schon richtig, okay. Okay, man sollte ihn schon hochfahren, okay. Und jetzt steckt man... Oh, ja gut, da muss man erstmal drauf kommen. Okay, und jetzt kann ich wahrscheinlich dem Ding sagen, bitte gleich umfüllen. Haben wir es. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir es wirklich. Ach, okay, wir haben es geschafft. Faye, hey, wir hier. Haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Okay. Übernehme ich. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Okay, jetzt müssen wir also mit Faye wieder übernehmen und haben hier dramatische und actionreiche Musik, weil die Lage so angespannt ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie nach da oben kommen, wo es wahrscheinlich weitergeht. Vorsichtig, das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Ja, ja, alter Mann, sag nix.
Einfach mal so alle Schubladen geöffnet. Na dann los, hoch. Stehen Sie stabil? Der Schaden tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. So, und ich sehe nämlich jetzt hier viel Kabelgewirr und ich habe so eine Ahnung. Lieber nicht. Nicht. Also einen direkt an dem Kabel irgendwas machen. Schwingen. Ah, okay. Sind Sie völlig rübergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung. So, und jetzt hier oben ist doch die Luke, oder? Das mache ich besser schriftlich. Ich muss dafür sorgen, dass Ben nicht zurückbleibt. Stimmt. Klar, ich habe jetzt nur daran gedacht, sie da hochzukriegen, aber Ben müssen wir ja auch irgendwie da hochkriegen. Was ist das denn? Heizungsrohr? Okay. Aber da hinten über die Stange doch bestimmt, oder? Das haben Sie jetzt schon wieder vor. Moment. Oh, jetzt hat die Musik endlich aufgehört. So, also, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Und es fängt wieder an. Kommen Sie doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Hören Sie, ich habe genug von Ihren... Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Okay, also so haben wir jetzt Bent da hochgekriegt. Bent kann jetzt bestimmt... Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein, du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, ich spinne doch. Also gut, du spinnst. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. So, jetzt können wir nämlich über das Heizungsrohr klettern. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Stimmt, das Geländer stand ja unter Strom. Habe ich ja gar nicht so richtig bemerkt. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Inrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm, aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Oh, mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Also ganz ehrlich, diesen bescheuerten Lakaien, ne, wenn ich je die Gelegenheit kriege, den Typ irgendwie über den Jordan zu schicken, mache ich das, ohne mit der Wimper zu zucken. So. Wir sind wieder Faye. Okay, eine Eisenstange oder Metallstange irgendwas, vielleicht auch Aluminium. Bent, können wir vielleicht über die Algenfarm entkommen? Vielleicht. Ich arbeite gerade dran. Also Bent arbeitet da oben irgendwie daran. Wir sollen uns um Duwe kümmern. Was ist denn... Ich nehme Ihren Schal mit, aber sonst möchte ich Sie nicht durchsuchen. Okay. Hallo Duwe. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann, willkommen in der Hölle. Könntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Hast du dich verletzt? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Tut das weh? Ja! Ja, Gottverdammt, ja! Dann ist es gebrochen. Bleib hier ruhig sitzen. Ich flick dich schon irgendwie wieder zusammen. Warum? Falls Sie es noch nicht gemerkt haben,
Wir wurden von der Bohrinsel abgekoppelt. In wenigen Minuten werden wir vom Tiefendruck zerquetscht und ertrinken. Ob Schmerzen im Bein oder nicht, ich bin eh gleich tot. Hey, wir kommen hier schon wieder raus. Keine Angst. Ja. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. Um sein Bein zu schienen, muss ich die Stange erst irgendwie festbinden. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? So, da wäre ich wieder. Duwe! Hey! Ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu! Ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schien dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Ben Svensson ist tot. Kapitel 7. 3 Tage später. Au. Oh nein, schon wieder kaputt. Bent. Bent, aufwachen. Wir sind da. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. So, jetzt raus aus dem Auto. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten. Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Ich wollte gerade meinen, ich glaube auch wir Spieler sind jetzt gerade ein bisschen verwundert, was hier eigentlich gerade los ist. Ich würde mal sagen, wie wir jetzt hierher gekommen sind, was wir jetzt hier wollen und wie es weitergeht, das erfahren wir dann, würde ich sagen, bei der nächsten Folge. Ne? War ja jetzt dramatisch genug für diese Folge. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin auch sehr gespannt.
was uns als nächstes erwartet. Tschüss.